Hey Leute, ich bin SmackPepperig. Ja, hier könnt ihr einmal verschiedene Dünger sehen. Ich habe hier einmal Blaukorn, dann habe ich hier getrockneten Pferdemist in Form von Pellets und ich habe hier Hornspäne. Und ja, das sind so viele gängige Typen, die man häufig zu kaufen bekommt, auch beim Discounter. Deshalb greifen da viele darauf zurück und stellen sich dann die Frage, ja, welchen nehme ich denn jetzt eigentlich und wo sind da die Unterschiede? Und genau das möchte ich hier einmal in diesem Video erörtern. So, kommen wir als erstes einmal hier zur Hornspäne. Hier steht es schon, rein organisch. Das heißt, es ist ein natürlicher Dünger, der aus dem Horn von Rindern zum Beispiel hergestellt wird. Es gibt auch noch Hornmehl. Ist im Prinzip die gleiche Zusammensetzung, nur dass das kein Granulat ist, sondern einfach feiner in Form von Mehl und sich somit dann etwas langsamer auflöst. Ein organischer Dünger, der braucht immer Mikroorganismen, damit er sich auflöst. Da reicht also nicht nur Wasser und deshalb dauert die Auflösung eines solchen Düngers auch länger. Das heißt, das ist hier ein Langzeitdünger. Bei dieser Hornspäne hier, da ist es so, dass sie bis zu 3 Monate braucht, bis sie sich vollständig zersetzt hat. Wie ihr den richtig anwendet, das habe ich euch auch einmal hier in einem Video schon mal verlinkt. Dazu habe ich bereits eine Anleitung gemacht. So, hier auch nochmal ein organischer Dünger, also ein Naturdünger. Das ist ja getrockneter Pferdemist in Form von Pellets. Auch dieser Dünger braucht wieder seine Zeit, bis er sich zersetzt. Auch hier müssen wieder Mikroorganismen aktiv werden, also nicht nur Wasser. Was auch noch bei organischen Düngern ist und auch bei diesem hier, wenn es wärmer ist, zersetzt er sich auch schneller, dann sind die Mikroorganismen fleißiger und deshalb gibt ein solcher Dünger auch nicht immer die gleichen Nährstoffe ab, auch wenn ihr zum Beispiel eure Pflanzen immer gleichmäßig gießt. Nein, auch hier spielt die Temperatur also eine Rolle. Dieser Dünger hier zersetzt sich etwas schneller als Hornspänedünger, ganz einfach, weil der auch das Wasser noch viel besser mit aufnimmt und er speichert zudem auch das Wasser. Somit verbessert der hier auch noch so ein bisschen die Bodenfeuchtigkeit. Das ist also nochmal ein kleiner Vorteil gegenüber Hornspäne. Aber wie gesagt, Hornspäne hält wesentlich länger an. So, hier haben wir jetzt den Blaukorn. Aber ich wollte auch nochmal erwähnen, ich habe euch natürlich auch ein Video dazu verlinkt, wie ihr den Pferdedung anwendet. So, jetzt aber wie gesagt, kommen wir hier zu dem Blaukorn. Bei Blaukorn handelt es sich jetzt um einen mineralischen Dünger. Das heißt, dieser Dünger ist industriell hergestellt und dieser Dünger braucht jetzt auch keine Mikroorganismen, um sich zu zersetzen. Das macht hier das Wasser. Nachteil ist dann natürlich, wenn es sehr, sehr viel regnet, zersetzt er sich sehr, sehr schnell und somit können dann die Nährstoffe von der Pflanze nicht aufgenommen werden und dann wandern die ganzen Nährstoffe ins Grundwasser und das ist natürlich dann nicht so gut. Aber wenn der richtig dosiert angewendet wird mit der richtigen Menge an Wasser, das heißt, wir haben jetzt keinen Starkregen über längere Zeit, dann gibt der sehr, sehr schnell seine Nährstoffe ab. Und das ist unter anderem ein Vorteil, wenn ihr natürlich eurer Pflanze schnell Nährstoffe zufügen wollt. Zum Beispiel jetzt den Rasen im Frühjahr, den will man schnell wieder grün, dicht bekommen. Da setzt man dann meistens auf einen mineralischen Dünger, der dann eben schnell Stickstoff abgibt und die Rasenlücken dann schnell schließt und den Rasen eben schnell wachsen lässt. Ja, wie ihr Blaukorn richtig anwenden könnt, dazu habe ich euch natürlich auch schon mal ein Video verlinkt. Ja, schnell zusammengefasst oder einfach zusammengefasst, sagen wir es mal lieber so, kann man sagen, für die gezielte schnelle Nährstoffvergabe kann man jetzt Blaukorn nehmen. Blaukorn, wenn es gezielt schnell abgegeben wird, muss man auch aufpassen, dass nicht zu viel abgegeben wird, dass man überdüngt. Und das hier ist eben mehr sowas für die lange Nummer. Da ist eine Überdüngung dann auch eben etwas schwieriger. Aber auch mit den beiden kann man zum Beispiel Rasen düngen, so wie ich das eben als Beispiel erklärt hatte mit der schnellen Abgabe von Nährstoffen. Dann müsst ihr aber früher anfangen. Und wie gesagt, ist eben ein Langzeitdünger. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.